Die FSF, die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg und auch das Deutsche Kinderhilfswerk zeichnen nämlich seit 2008 Abschlussarbeiten aus dem deutschsprachigen Raum aus, die sich mit innovativen Aspekten aus dem Medienbereich der Pädagogik und dem Jugendmedienschutz auseinandersetzen. Der Preis zeichnet insbesondere solche Arbeiten aus, die sich um einen Transfer von Wissenschaft und Praxis bemühen und interdisziplinäre Perspektiven aufzeigen. Und warum ist das Ganze wichtig? Weil Medien uns natürlich, das haben wir heute hier auch in dieser Runde besprochen, natürlich überall begleiten. KI gehört natürlich auch dazu und wissenschaftliche Abschlussarbeiten, die können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Welt, in der wir eben nun leben, mit allen Medien oder eben auch nicht mehr Medien umzugehen und sie zu strukturieren. Der junge Medius holt also Forschung ans Licht, und was genau für Forschung das war und ist, das möchte ich jetzt mit Professor Dr. Valentin Dander besprechen von der Hochschule Clara Hofbauer in Potsdam. Hallo, Herr Dander. Sie waren nämlich Teil der Jury beim Mediuspreis, neben Vertreterin eben von FSF, DHKW, GMK, MABB und auch Professorin Schlütz. Wie viele Einreichungen gab es denn in diesem Jahr? Was mir gar nicht klar war, Sie meinen ja gerade, der Medius wird seit 2008 verliehen. Das heißt, 15 Jahre Medius, es waren 15 Einreichungen, jedes Jahr eine. Genau, mir wurde gesagt, ich war zum ersten Mal dabei, es waren auch schon mal mehr, mag mit unterschiedlichen Umständen zu tun gehabt haben, aber sehr, sehr spannende Arbeiten, so viel kann ich sagen. Wir haben ja heute viel über KI gesprochen, war das auch ein Thema bei den Einreichungen oder gab es vielleicht ein anderes dominantes Thema? Ich habe nochmal nachgedacht und so Revue passieren lassen. Es war eine Arbeit, die sich mit Social Bots befasste. Mhm. Ansonsten waren es tatsächlich andere Themen, die im Vordergrund waren. Es ist so ein Cluster, würde ich sagen, von Verschwörungserzählungen, Fake News, Desinformationen. Da war einiges zu, dann damit verbunden. Diese Corona-Thematik auch hin zur extremen Rechten zum Teil. Also da war sozusagen was geballt. Rassismus, Migration war ein Thema, Sexualität auch im Zusammenhang mit Medien. Genau, das waren vielleicht so die präsentesten. Und das Inklusionsthema hat tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Und was können Sie über die Qualität der Arbeiten sagen? Nur lobend, ist selbstverständlich. Es war wirklich sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, auf welche Art und Weise sich ziemlich 50-50 Bachelor-Master-Studierende mit diesen unterschiedlichen Medienphänomenen befassen. Es war eine sehr, sehr breite Streuung, auch was die Disziplinen betrifft. Das heißt, zum Teil bin ich selber vom Fach, eben Erziehungswissenschaftler aus der Medienbildung, bin ich näher dran. Zum Teil kriege ich Einblicke in Bereiche, die jetzt nicht zu meiner Expertise gehören. Also das ist jetzt meine persönliche Perspektive. Also sehr, sehr, sehr spannende Arbeiten und tatsächlich auf einem sehr hohen Niveau, die eben diesen drei Kriterien, die er mit der Medius anlegt, auf vielfältige Weise gerecht werden. Also Theorie-Praxistransfer, das wurde gerade schon genannt, Innovativität, Interdisziplinarität. Und das sind schon sehr spezifische Kriterien auch, die man jetzt nicht immer auch als Gutachter in so einem Abschlussprozess anlegt oder zumindest nicht vorrangig. Und damit wollen wir auch gleich nochmal ermutigen, dass wir also gerne auch aus anderen Disziplinen immer mal wieder Abschlussarbeiten hier auch bei Medius haben wollen. Also es muss nicht unbedingt aus dem Medienbereich direkt sein, sondern es gibt ganz viele andere spannende Disziplinen, die also eben auch für den Medius relevant sein können. Und damit wollen wir auch gleich zur ersten Auszeichnung des heutigen Tages kommen, mit einer kleinen Besonderheit. Wir haben nämlich eine lobende Erwähnung. Professor Dr. Daniela Schlütz von der Filmuniversität Babelsberg hält die Laudatio. Guten Tag, sehr geehrte Anwesende vor Ort und vor den Bildschirmen, aber vor allem natürlich, lieber Herr Wirz, nicht wundern, ich spreche jetzt über Sie in der dritten Person, das ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, aber da gewöhnt man sich schnell dran. Also ich bin gebeten worden, die Laudatio für die Masterarbeit von Maximilian Wirz zu halten, und das tue ich sehr, sehr gerne. Ich habe mich insbesondere deswegen über die Bitte gefreut, weil ich die Arbeit thematisch für hochrelevant halte und in der Umsetzung für sehr gelungen. Eine seltene Kombi, würde ich sagen. Der Titel der Arbeit lautet: Über irreguläre Migration berichten, aber fair, eine kritische Betrachtung der Pressearbeit. Maximilian Wirz hat diese Arbeit im Rahmen des weiterbildenden Masterstudiengangs Ethik an der Hochschule für Philosophie München verfasst. Die Themenwahl war wohl auch nicht ganz zufällig. Herr Wirz ist selbst seit einigen Jahren in der polizeilichen Pressearbeit tätig, unter anderem war er bei einer Bundespolizeidienststelle an der deutsch-österreichischen Grenze eingesetzt. Er kennt die Thematik also aus praktischer Anschauung und hat sich ihrer nun auch theoretisch angenommen.
Geschickt führt Maximilian Wirz in die Thematik seiner Arbeit ein, indem er eine Sammlung verschiedener Unwörter des Jahres präsentiert. Sie kennen diesen jährlichen Wettbewerb, bei dem einmal im Jahr eine unabhängige Jury eine Reihe besonderer verbaler Verfehlungen kürt. Wirz nennt beispielhaft eine Reihe von Gewinnerbegriffen, wie zum Beispiel Überfremdung, erster Platz 1993, Flüchtlingsbekämpfung, zweiter Platz 2009, Integrationsverweigerer, zweiter Platz 2010, Umvolkung oder Umvolkung, zweiter Platz 2019 oder Sozialtourismus, erster Platz 2013 und auch in diesem Jahr oder 2022 ein zweiter Platz. An diesen Begriffen zeigt sich schon sehr gut die performative Kraft von Sprache, die Wirklichkeit nicht nur abbildet, sondern in Teilen erst konstruiert. Und sprachliche Ausdrücke, so ja auch der Hintergedanke der Unwortaktion, werden dadurch zu Unwörtern, dass sie von SprecherInnen entweder gedankenlos oder mit kritikwürdigen Intentionen vor allem im öffentlichen Kontext verwendet werden. Die Reflexion und Kritik des Gebrauchs von Unwörtern zielt daher auf die Sensibilisierung für diskriminierende, stigmatisierende, auch euphemisierende, irreführende oder menschenunwürdige Sprachgebräuche und auf die Verantwortlichkeit der SprecherInnen im Hinblick auf sprachliches Handeln. Denn, ganz wichtig, Unwörter entstehen im Gebrauch. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Themenfeld der Arbeit von Maximilian. Denn, und das ist einer der theoretischen Ausgangspunkte der Arbeit, die Aufgabe der Medien besteht darin, Öffentlichkeit herzustellen, Meinung zu bilden, Orientierung zu bieten und darüber Partizipation zu ermöglichen. Diese Aufgabe fundiert auf glaubwürdigem, vielfältigem bzw. ausgewogenem und kritischem, aber eben auch auf ethisch verantwortungsbewusstem Journalismus. Und diese Anforderungen gelten in ganz ähnlicher Weise natürlich auch für die PR-Arbeit. Denn auch die dort Beschäftigten erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, indem sie der Gesellschaft häufig über Medien kontinuierlich Informationen der von ihnen vertretenen Organisationen übermitteln und mit den gesellschaftlichen Gruppen in kommunikativem Austausch stehen. Entsprechend nimmt Wirz vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Debatten um institutionellen Rassismus, Polizeigewalt und rechte Umtriebe innerhalb deutscher Sicherheitsbehörden diese performative Kraft öffentlicher Sprache in den Blick, wenn er sich damit beschäftigt, was und vor allem wie die Polizei über polarisierende Themen wie Flucht, Migration und Integration kommuniziert. Für die persuasive und eindrucksbildende Komponente der polizeilichen Kommunikation macht es einen grundsätzlichen Unterschied, ob sie zum Beispiel über Flüchtlinge oder Geflüchtete spricht. Ein anderes Beispiel. Christoph Picker argumentiert wird, dass der Begriff Flüchtlingskrise ja eigentlich eine politische Krise des globalen Nordens beschreibt, es trotz robuster Volkswirtschaften und hoher Stabilität nicht gelingt, die humanitären Herausforderungen der globalen Fluchtbewegungen zu bewältigen. Die mit dem Begriff Flüchtlingskrise verbundenen Assoziationen sind aber zumeist ganz andere. Diese wenigen Beispiele machen deutlich, wie wichtig verantwortungsbewusste Begriffswahl und Formulierung in der Pressearbeit sind, insbesondere im Kontext von Flucht und in Klammern illegaler Migration. Denn an dieser Stelle stellt sich Wirz die grundsätzliche Frage, was heißt denn eigentlich illegale Migration? Bei unerlaubter, illegaler oder irregulärer Migration handelt es sich ja um einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, also im Grunde ein abstraktes, ordnungspolitisches Phänomen, welches anzeigt, dass Menschen gesetzeswidrig in ein fremdes Land einreisen und sich dort widerrechtlich aufhalten. Aus moralphilosophischer Perspektive ergibt sich eine andere Bedeutung, denn Mobilität über mehr oder weniger willkürliche Staatsgrenzen hinweg hat es immer gegeben und damit zumindest auch mittelbar unerlaubte Migration. Schließlich sind es die national verbrieften Zugangsregeln, welche Menschen abseits völkerrechtlicher Verpflichtungen und überwiegend von Nutzen, Erwägungen geleitet, in erwünscht und unerwünscht klassifizieren. Mit Steffen Mau spricht Wirz hier von modernen Grenzregimen als hocheffizienten Sortiermaschinen und Ungleichheitsgeneratoren. Aber nicht nur die Grenzen, selbst auch die Zugangsregeln sind nicht starr. Vielmehr variieren sie von Land zu Land und ändern sich fortlaufend. Migration, so schlussfolgert Wirz, kann also nicht per se illegal sein, sondern sie wird illegalisiert, indem ein Handeln kriminalisiert wird, welches nicht an sich schlecht ist. Im Gegenteil, in einer anderen Konstellation kann es sogar ausdrücklich erwünscht sein. Man denke etwa an den internationalen Tourismus oder die heftig umworbenen ausländischen Fachkräfte. Dieser kurze Abriss des von Wirz sehr gut dargestellten Diskurses zeigt, wie spannend die Thematik aus ethischer Perspektive ist und wie gut sie sich als Beispiel eignet, um über faire grenzpolizeiliche Pressearbeit nachzudenken.
Als normatives Fundament dieses Nachdenkens wählt Wirz Claudia Paganinis Ansatz einer rekonstruktiven Medienethik, die sich auf den Prinziplismus von Tom Beauchamp und James Childress stützt. Ziel von Paganinis Ansatz ist es, Menschen ein moralisches Orientierungswissen an die Hand zu geben, das es ihnen ermöglicht, das eigene Medienhandeln systematisch abzuwägen und begründete, im moralischen Sinne gute Entscheidungen zu treffen. In diesem Sinne sei auch die Frage, was eine gute Nachricht sei, zu beantworten. So wird es denn in der grenzpolizeilichen Pressearbeit sollte im Wesentlichen die Moral und nicht das Aufenthaltsgesetz oder die Klickzahlen bestimmen, was eine gute Nachricht ausmacht. Aus den Werten Transparenz, Fairness, Respekt, Verantwortung und Kompetenz leitet Wirz folgende 6 Grundsätze ab, die als moralische Praxisanleitung einer fairen grenzpolizeilichen Pressearbeit dienen können. Zum einen, dass PolizeisprecherInnen stets bedenken sollten, dass ihre, Eigeninitiativ veranlasste Kommunikation überwiegend eine aus behördlichen Gesichtspunkten vorteilhaft gestaltete, selektive, ganz wichtig, Wirklichkeit konstruiert und dementsprechend keine Objektivität für sich beanspruchen kann. Und deswegen ist vor jeder Veröffentlichung, Punkt 2, selbstkritisch zu hinterfragen, ob eine grenzpolizeiliche Pressemitteilung tatsächlich darauf abzielt, die Grundlage für eine sachliche mediale Berichterstattung zu schaffen oder aber zuvorderst in eigener Sache wirbt und dabei gegebenenfalls von anderen, zum Beispiel zwischenbehördlichen Faktoren, beeinflusst ist. Der dritte Grundsatz, Mitteilungen über unerlaubte Migration sollten ausnahmslos dergestalt erfolgen, dass man selbst aus der Perspektive eines vorgestellten objektiven Dritten betrachtet annehmen kann, Polizei würde das Schicksal der von der Berichterstattung betroffenen Menschen gebührend berücksichtigen und keinesfalls zum eigenen Vorteil gebrauchen. Satz 4. Polizeiliche Pressemitteilungen über unerlaubte Migration dürfen niemals dem Ansehen der von der Berichterstattung betroffenen Menschen schaden oder deren menschliche Sicherheits- und Freiheitsbedürfnisse herabwürdigen. Die Zielgruppe der polizeilichen Pressearbeit ist die gesamte Gesellschaft, nicht bloß eine privilegierte Mehrheit. Satz 5. Ich finde die alle wunderschön, deswegen lese ich die alle vor. Eine verantwortungsvolle grenzpolizeiliche Pressearbeit bedeutet, Botschaften möglichst eindeutig, empathisch und sprachsensibel zu gestalten, sowie das eigene Kommunikationsverhalten jeden Tag aufs Neue dahingehend zu hinterfragen, wie das künftig noch besser gelingen könnte. Und schließlich, eine kompetente, professionelle grenzpolizeiliche Pressearbeit stellt die Qualität der eigenen behördlichen Kommunikation durch eine fortlaufende Evaluierung der praktizierten Methoden und Strategien sicher. Dies gelingt, sofern die hierfür nötigen Reflexionsfähigkeiten durch geeignete Aus- und Fortbildungsmaßnahmen erlernt und ständig optimiert werden. Wirz formuliert diese Grundsätze für die Praxis, anwendungsorientiert und adressatengerecht, sodass sie sowohl innerhalb der Polizei als auch außerhalb im Sinne der Medienbildung als Diskussionsanreiz dienen können und ich mag ergänzen und sollten. In diesem Sinne erfüllt die Arbeit durchaus die Kriterien des Mediuspreises. Den Theorie-Praxistransfer als sinnvolle Verbindung und kritische Reflexion von Medientheorie und Praxis, die Interdisziplinarität, aber auch die Innovation hier im Sinne des Aufgreifens gesellschaftsrelevanter Themen. Es fehlt und deswegen belassen wir es trotz der überzeugenden Ausführung der Arbeit bei dieser lobenden Erwähnung der explizite Bezug zu Kindern und Jugendlichen. Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine hochspannende wissenschaftliche Arbeit, zu der wir Maximilian Wirz unseren ganz, ganz herzlichen Glückwunsch aussprechen. Und auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Wirz. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Maximilian. Und wir haben es ja gerade eben schon gehört. Also du bist selber aus der polizeilichen Pressearbeit ursprünglich und hast dich dann also aus philosophischer Perspektive nochmal mit dem Thema beschäftigt und dann diese 6 Grundsätze, die wir eben auch nochmal gehört haben, herausdestilliert. Wir können alle 6 nicht mehr durchsprechen, aber vielleicht können wir auf 1-2 Punkte eingehen. Zum einen die verantwortungsvolle Pressearbeit, das war gleich auch der erste Punkt. Wo würdest du denn sagen, ist es nicht gelungen oder wie hätte man es denn besser machen können? Kannst du mal so ein Beispiel nennen, wie das eben aussieht? Also so ein Negativbeispiel, wo es eben nicht gelungen ist, eben vertrauensvoll zu kommunizieren seitens der Polizei? Ich formuliere mal diplomatisch und würde eine Schlagzeile zitieren, die ich vorhin noch rausgesucht habe. Die lautet, 16 Migranten gefasst, die von Güterzug absprangen. Und es war eine Überschrift in einer Münchner Zeitung
zu einem Vorfall, wo eben Geflüchtete auf einem Zug von Österreich nach Deutschland eingereist sind und dann von der Bundespolizei festgenommen wurden. Und das zeigt sich eben ganz schön, wie es weniger empathisch gelingt, darüber zu berichten, weil da eben die Personen, die vom Zug abgesprungen sind, eher kriminalisiert dargestellt werden und eben nicht jetzt als die Opfer, die sie im eigentlichen Sinne sind, wenn sie auf solche gefährlichen Arten des Grenzübertritts angewiesen sind. Also das wäre jetzt mal ein Beispiel, wo eben dieser empathische Ansatz, der mir eben ganz wichtig war, auch herauszustellen, nicht geklappt hat. Und hättest du eine Idee, wie man das gut hätte formulieren können? Also erstmal störe ich mich an dem Wort gefasst. Ich weiß es nicht, ob das jetzt von den Journalisten ausgesucht wurde oder von dem Polizeisprecher, der es veröffentlicht hat. Das wäre mal das eine. Das, worum es mir eben geht, ist, dass eben nicht die Handlung an sich, dass nicht die Kriminalität so hervorgehoben wird. Und das ist in dem Fall eben ganz deutlich, weil die Gefahr geht eben nicht von den Migranten aus, die vom Güterzug gesprungen sind und dann festgenommen wurden, sondern von den Gefahren im Bahnbereich. Und deswegen ist es vielleicht, das hätte man, finde ich, mehr betonen können in dem Fall. Ein weiterer Punkt oder weitere wichtige Punkte waren bei dir auch Transparenz und Verantwortung. Was verstehst du denn darunter oder was ist dir da ganz besonders dran wichtig? Vielleicht erst zur Transparenz. Der Grundsatz dazu wurde ja schon vorgelesen. Mir ging es eben, als ich die Grundsätze formuliert habe, darum, dass PolizeisprecherInnen sich darüber bewusst sein sollten, unter welchen Bedingungen sie eigentlich arbeiten. Also, dass sie eben nicht die Wirklichkeit so abbilden, wie sie ist, sondern Sachverhalte immer erstmal aus der Perspektive Polizei darstellen, wie sie der Polizei eben erstmal vorliegen und dadurch auch so eine Art Wirklichkeit konstruieren. Also genau aufpassen sollten, welche Informationen sie überhaupt auswählen und wie sie die dann verpacken. Und zur Verantwortung kann man allgemein sagen, also Frau Paganini, kurz gesprochen bedeutet Verantwortung eben, dass man im eigenen Medienhandeln stets aktiv nach Verbesserungspotenzialen suchen sollte und dann auch dementsprechend handeln sollte. Und für mich war da eben wichtig, wie es auch Frau Paganini rausgearbeitet hat, dass Empathie da sehr, sehr wichtig ist. Und das hat zur unerlaubten Migration sehr gut gepasst, weil da eben die menschlichen Motive und Schicksale immer im Hinterkopf behalten werden sollten, wenn man über unerlaubte Migration medial spricht. Und wir haben auch noch was für dich vorbereitet. Was eben bei diesen Unwörtern eben nicht so geglückt ist, wie man es sieht. Ja. Und wir haben auch noch was für dich vorbereitet, lieber Maximilian, und zwar eine Sketchnote von deiner Arbeit. Vielleicht können wir die auch noch einmal sehen. Wir haben immer eine Künstlerin, die, da ist sie, die sich nämlich eure Arbeiten anschaut, das Ganze sozusagen auch nochmal verbildlicht und da haben wir eben auch wieder dieses Beispiel, ne? Flucht, Asyl, Migration und was da eigentlich für ein Spannungsfeld herrscht, ne? Willkommenskultur, aber eben gleichzeitig Xenophobie und da eben auch diese 6 Grundsätze, wie man es eigentlich besser machen kann, vielleicht sogar ganz gut zum Screenshotten für den einen oder anderen, weil ich glaube, diese Grundsätze, die gelten auch an vielen anderen Stellen, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man berichten möchte. Maximilian, also auch das wird dich noch erreichen im Zuge mit dieser lobenden Erwähnung. Herzlichen Glückwunsch noch einmal und einen großen Applaus bitte für Maximilian. Und damit machen wir nun weiter im Programm. Professor Dr. Valentin Dander ist wieder bei mir. Er wird die Laudatio für den nächsten Preis verlesen. Ja, es ist mir eine große Ehre und Freude, die Laudatio für die Preisträgerin zu halten. Und ich darf vorwegschicken, die Jury war sich sehr, sehr einig an dieser Stelle, dass die Arbeit auszeichnungswürdig ist. Ich werde aber zu Beginn noch nicht verraten, an wen dieser Preis verliehen wird. Es wird sich im Verlauf erschließen. Da die Arbeit auf sehr unterschiedlichen Ebenen überzeugt hat, erlaube ich mir, diese Würdigung auch in verschiedenen Aspekten zu formulieren. Gar nicht so sehr auf einzelne sozusagen inhaltliche Elemente einzugehen, sondern eher so eine Verhältnisbestimmung vorzunehmen. Und zwar sozusagen aus der Sicht verschiedener Ichs. Es wird an unterschiedlichen Stellen, glaube ich, deutlich werden. Also lassen Sie mich beginnen und ich bin schon sehr gespannt, an welchem Punkt
die zu würdigende Person sich und ihre Arbeit wiedererkennen wird. Wir werden sehen. Als Medienpädagoge, der nicht nur digitale Medien im Blick behalten möchte, sondern als erziehungswissenschaftlicher Medienforscher, als Hochschullehrer und auch als Privatperson das gute alte Medium Buch zu schätzen weiß, fand ich es bereichernd, eine neue Perspektive darauf entworfen zu sehen. Denn so reichhaltig für Erkenntnisse, Unterhaltung und Persönlichkeitsentwicklung Bücher sein können, so sehr erwies sich das Medium Buch in seiner Geschichte auch als ein ausschließendes, als ein Macht- und ein Herrschaftsinstrument. Solche Mechanismen der Exklusion tun vor allem eines, sie schreien sozusagen nach Inklusion, nämlich nach der umzukehrenden Bewegung. Und diese Idee der Inklusion tatsächlich in Bewegung zu setzen, das verlangt nach konkretem Tun. Danach nämlich dieses große Ideal herunterzubrechen und einen Anfang zu machen. Hierfür ist die zu würdigende Qualifikationsschrift ein, ich würde sagen, stellvertretend für die Jury Musterbeispiel. Und dies sei zudem als nächstes Ich überzeugter Kritiker von exklusiven, eben ausschließenden Verhältnissen betont. Als Dozent einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, der ich eben auch bin, und als Leiter eines dualen Studiengangs, bin ich mit der Kraft, aber auch mit den Fallstricken dieses Theorie-Praxistransfers durchaus bekannt. Und wie Sie ja schon gehört haben, besteht darin ja eines der drei Kriterien des Medius, des Preises. Das ist wirklich eine große Bildungsaufgabe an Hochschulen und auch andernorts, Theorien in Konzepte in Methoden in die Praxis umzusetzen, also sozusagen in die eine Richtung einen Transfer herzustellen oder auch umgekehrt zu fragen, inwiefern denn konkrete Projekterfahrungen, konkrete Projektergebnisse, theoretisch-konzeptionelle Ansätze bereichern oder befragen oder revidieren können. Also sozusagen dieses wechselseitige Verhältnis. Welche Reibungswiderstände scheinen dabei auf? Wie können sie moderiert überwunden werden? Und diese Schwierigkeit trägt eben die Ausschreibung des Medius Rechnung mit eben genau diesem Beurteilungskriterium. Die auszuzeichnende Arbeit wird diesem Anspruch voll und ganz gerecht, indem nämlich nicht nur eine Abschlussarbeit theoretisch ausgearbeitet wird, sondern außerdem ein Buch als Medienprodukt konzipiert, designt und hergestellt wurde. Beide, und das ist wirklich bemerkenswert, erweisen sich als überaus stimmig in ihrer je eigenen Beschaffenheit für sich, aber insbesondere eben auch in ihrer wechselseitigen Bezugnahme aufeinander. Als Vater eines Vorschulkindes, auch das bin ich, darf ich darauf verweisen, dass die intensive Medienpraxis im Umgang mit Kinderbüchern, vielleicht haben Sie Anwesende oder Zusehende ja selbst Erfahrungen im Vorlesen, überdeutlich macht, wie schwierig es ist, komplexe Sachverhalte für Kinder nicht nur verständlich aufzubereiten, sondern das auf eine kreative, lustvolle, offene, nicht unangenehm, man möchte fast sagen cringy, didaktisierte Weise zu tun. Und insoweit Kinderbücher zu großen Teilen Bilderbücher sind, wie viel komplexer wird dieses Unterfangen, wenn herkömmlich gedruckte Bilder nicht oder eingeschränkt oder anders wahrgenommen werden können? Die zu würdigende Arbeit liefert uns eine Antwort auf die Frage, ganz schön komplex nämlich, aber sie hält auch tröstlich für uns fest, das Unterfangen ist nicht hoffnungslos. Darin liegt unter anderem die innovative Kraft der Abschlussarbeit. Und Innovation ist eben, wie schon benannt, das zweite Kriterium zur Begutachtung der Einreichungen. Spätestens jetzt dürfte die Verfasserin 1 und 1 zusammengezählt haben und verstanden, dass ihre Arbeit mit dem Titel Kinderliteratur barrierearm gestalten, wie inklusives Kommunikationsdesign die Teilhabe für Menschen mit Sehbeeinträchtigung erleichtert, mit dem Medius 2023 ausgezeichnet werden wird. Marie-Claire Schumacher, so heißt die Autorin, die sich auch hier befindet, erfreulicherweise, hat mit ihrer Masterarbeit einen Studiengang abgeschlossen, der das dritte Bewertungskriterium, nämlich die Interdisziplinarität, im Namen trägt, und zwar der Masterstudiengang Interdisziplinäre Medienwissenschaft an der Universität Bielefeld. Kleines Stück habe ich noch, aber dann
bin ich durch. Marie-Claire Schumachers Arbeit und das Projekt, ein barrierearmes Kinderbuch von Anfang bis Ende zu gestalten, werden diesem Anspruch insofern gerecht, als verschiedene Aspekte von Inklusion wie Universal Design, aber auch andere designtheoretische, gestaltungsorientierte Dimensionen von Kinderbüchern und ihre pädagogischen Implikationen ausgearbeitet und wirklich sehr reflektiert bedacht werden. Die Arbeit wurde von Kolleginnen an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld betreut, Denise Sasse und Katharina Herde. Und formal ist die Arbeit mit dem Masterstudiengang an der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft angesiedelt. Das freut mich als Erziehungswissenschaftler, genauso wie als ehemaligen Germanistikstudenten, der ich auch mal war, unter anderem auch mal an der Universität Bielefeld. Witzigerweise ganz besonders, es klingt fast schon unheimlich und ich darf versichern, die Überreichung des Preises gleich hat nichts mit diesen Parallelen zu tun. Es ist sozusagen reiner Zufall, aber es ist, finde ich, auch ein ganz schöner Zufall, eben diese Beziehungen sozusagen herstellen zu können. Genau, die Überreichung hat ausschließlich damit zu tun, dass diese Abschlussarbeit auf so vielen Ebenen zu überzeugen wusste. Inhaltlich, thematisch, in Bezug auf die Vielseitigkeit, die die Arbeit bereithält für die Lesenden, mit Blick auf eben die drei Bewertungskriterien, wie dargelegt. Und ein letztes darf ich auch noch versichern, mit einem letzten. Ich bezeichne mich mitunter ganz gern als grafische Wildsau, weil ich tatsächlich layout-technisch und designtechnisch alles andere als kompetent vor Ihnen stehe. Aber ich traue mich trotzdem, das eine zu sagen, sowohl das Kinderbuch als auch die Masterarbeit sind tatsächlich außerordentlich schön geworden. Also wirklich schöne Medienprodukte im besten Sinne, nämlich sehr ästhetisch gestaltet. Sie sind neugierig geworden, das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe sehr, dass es vielleicht im Anschluss die Gelegenheit geben wird, das Kinderbuch ganz haptisch und materiell in Händen zu halten, zu sehen, zu erspüren, vielfältig wahrzunehmen. Es ist mit dabei, ich habe es schon gesehen. Und an dieser Stelle freue ich mich sehr, Sie, liebe Frau Schumacher, hier auf die Bühne zu bitten. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich gratulieren zur Auszeichnung mit dem Medius 2023. Und kommen Sie doch gerne hier in unsere Mitte. Dankeschön. Das war schon mal so. Herzlichen Glückwunsch, Marie-Claire Schumacher. Eine Urkunde, Blumen. Ich darf Ihnen auch noch die Hand geben, bevor Sie keine mehr frei haben. Und damit auch die alleinige Preisträgerin in diesem Jahr vom Medius. Das hatten wir auch noch nicht. Aber tatsächlich war die Jury sich einig, dass diese Arbeit so herausragend und so besonders war, dass wir in diesem Jahr tatsächlich nur dich als alleinige Preisträgerin haben. Also herzlichen Glückwunsch für dich zu dieser besonderen Arbeit. Und ich darf es mal zeigen. Ja, gerne. Und diesem wunderbaren, besonderen Kinderbuch. Vielleicht ganz wichtig auch noch, wenn es Menschen gibt, die das gerne mal testen wollen, sprich Sehbehinderte, Kinder, dann darf man sich gerne auch noch mal melden, damit eben diese Kinder auch dieses Buch noch mal anschauen können. Liebe Marie, du hast dieses wunderbare Buch geschrieben. Könnte man dieses Design, also ich spüre es ja auch schon, das Brailleschrift auf jeden Fall mit drin, es gibt so eine besondere Haptik auch auf den Seiten und so, könnte man dieses Design theoretisch auf jedes andere Buch übertragen? Ich würde sagen, ja. Also das war halt genau das, was ich mit der Arbeit versuchen wollte, im Grunde erstmal zu erkunden, was überhaupt möglich ist. Und ich finde, wenn man sich da reinfuchst und sich im Grunde die theoretischen Grundlagen aneignet, dann könnte man das eigentlich mit jedem Buch machen. Es gibt inzwischen auch schon klassische Kinderbücher, die halt schon in Brailleschrift verfasst sind. Nur dieser Schritt zum Visuellen, sage ich mal, ist noch nicht richtig passiert. So hatte ich das Gefühl bei meiner Recherche. Aber theoretisch ist es auf jeden Fall möglich, ja. Und warum war dir das so wichtig, dass dieses Buch auch wirklich inklusiv gestaltet ist? Also dass es eben nicht nur für eine Gruppe, also von eben beispielsweise Menschen mit einer Sehbehinderung, sondern eben auch für Menschen, die durchaus sehen können, gestaltet ist? Das hatte mehrere Gründe. Zum einen werden Kinderbücher ja nicht nur von einer Person erlebt. Also in der Regel sitzen ja nicht nur Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung zusammen und schauen sich gemeinsam dieses Buch an, sondern man hat vielleicht auch sehende Menschen, man hat Menschen, die komplett blind sind. Und da ist es natürlich sinnvoll, das Buch dann so aufzubauen, dass wirklich jeder mit teilhaben kann und dass man das gemeinsam im Grunde erleben kann.
Und dazu kommt, dass die Kinderbücher, die jetzt schon existieren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, oft so Einzelstücke sind, die halt in sehr viel Handarbeit gemacht werden. Dadurch wie das ja auch. Aber noch mal in einer anderen Form. Das ist ja im Grunde ein digitales Druckverfahren. Und dadurch wird es natürlich auch viel einfacher reproduzierbar gemacht, was dann natürlich auch bedeutet, dass es öfter und einfacher verkauft werden kann und einfach weitergetragen werden kann. Und da hilft es, glaube ich, auch, es einfach für so viel wie möglich zugänglich zu machen. Wo kommt denn dieses Buch zum Einsatz? Und wenn jetzt jemand hier wäre, der sagt, ach, das finde ich spannend und interessant, wo würde man es bekommen? Also zurzeit ist es tatsächlich, habe ich die Exemplare, die ich für meine Masterarbeit erstellt habe. Und ich bin im Grunde im Gespräch mit einem gemeinnützigen Verein, ob man das vielleicht weiter verlegen könnte. Und es steht im Grunde auch noch aus, ob unter Umständen die Druckdatei als Open Source freigegeben wird, sodass halt jeder im Grunde was davon haben kann, sagen wir es mal so. Okay, also wenn jemand sich dafür interessiert, gerne einfach bei Marie oder einfach auch bei der MABB melden, dann genau. Stellen wir gerne nochmal einen Kontakt her zu Marie und Wo wohnt die Zeit. Und damit nochmal einen großen Applaus für Marie-Claire Schumacher. Und auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Mediuspreis geben. Gerne aus den unterschiedlichsten Fachbereichen einfach auch hier bei uns bewerben. Bis Ende Februar nächsten Jahres ist das noch möglich. Die Bewerbungen gehen an medius@mabb.de. Und damit darf ich den heutigen Tag beschließen. Herzlichen Dank, dass Sie alle mit dabei waren, dass Sie uns zugehört haben, dass Sie applaudiert haben für die tolle Arbeit von Marie. Diese ganze Veranstaltung gibt es auch im Nachhinein noch einmal zum Nachschauen auf den Seiten der FSF. Und auch auf den YouTube-Kanälen von Alex. Vielen Dank an also alle, die dabei waren, alle Organisatorinnen und Organisatoren, die also überhaupt den Medius und auch dieses Sommerforum wieder möglich gemacht haben. Und herzlichen Dank natürlich auch einmal mehr an Alex Berlin für die Gastfreundschaft. Auf Wiedersehen.